Verstehe ich nicht. Überhaupt nicht. Deck B, wenn ich jetzt noch. Wie kann ich Geld weitergeben? Oh no, hilf mir doch mal! Nicht aus Versehen die Waffe aktiviere, werfe ich sie mal weg, weil das mir schon ein paar Mal passiert. Muss auf Toilette. Oh. Verstehe nicht. Oh, so kann man zoomen. Hör mal. Zoom, hallo. Inventar. Ah, so kann man die Karte aufrufen. Ist auf P. Passiert nichts. Ah, nichts, nichts, nichts. Hier, WASD-Show, okay. Ja. Tipps, du musst eine Geldstrafe zahlen, wenn du jemanden, was? Schiffslazarett erhältst du medizinische Behandlung. Okay, noch ein Tipp. Ja. Weiter oben, Waffen, bla bla bla. Jetzt nochmal Geld. Geld, das du bei der Hand hast, wird nicht für einen Punktestand angerechnet. Du kannst den Deckplan finde deine Opfer. Du kannst deine Opfer. Soll ich jetzt töten? Nein. Ich will jetzt Geld geben. Oh, Kompass, auch schön. Ja. Verstehe ich nicht. Vielleicht soll ich mal eine Runde schlafen gehen. Dann gehen wir auf Toilette. Ich fühle mich ein bisschen blöd nach vorne ein bisschen. So geht das zwar nicht so gut, aber naja, gut. Puh, ich bin jetzt so ein bisschen überfordert. Deswegen kann ich nie eine Garantie geben, dass ich ein Spiel durchspiele, weil ich hänge dann an solche einfachen Sachen fest, wie Geldübergabe. Es klappt einfach nicht. Boah, die verdammte Toilette. Hier. Ist er noch da? Der sitzt noch. Geht. Hier auf Toilette, so. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Keine Ahnung. Huch. Ah, man hat ein bisschen Hunger, ne? Gut. Können wir uns das ja leisten? Ja. Ja, dann stellen wir nämlich gleich alle Bedürfnisse. Außer, was? Schon wieder Toilette? Nein. Klavier spielen können wir nicht. Das ist ein Ding. Ich habe jetzt so gar keinen Plan, wie es jetzt weitergehen soll. Ja, da will ich alles Geld auf mein Konto zahlen und dann soll er mich doch einbuchten. Mir scheißegal. Aber mach, hier ist eine Bank. Vielleicht geht das ja hier über. Ah. Gesundheit. So, Bargeld. Einzahlen, ja. Und das ist mir egal. Natürlich in bei der Gelegenheit. So. Ich brauche ein Schlafzimmer. Irgendwas zum Schlafen. Haben wir hier. Aha.
Für die Toiletten hier offen ist ja eklig. Sehr widerlich, so wie das hier. Unanständig so. No. Ja, schon Nacht. Sollte man wirklich ein bisschen schlafen. Ich habe keine Ahnung, wie es jetzt hier weitergehen soll. Ach, jetzt bin ich wieder in den Automaten gelandet. Da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte eigentlich schlafen. Oben war die Shoppingmeile, ne? Im Kreis gelaufen. Wo könnte man denn schlafen gehen? Wenn man mein Apartment wiederfinden würde, könnte ich schlafen gehen. Da war ich schon, oder? Ich weiß es nicht. Ich gehe immer im Kreis. Ich gehe im Kreis, im Kreis, immer im Kreis. Oh, ist schon dunkel. Wir sollten schlafen gehen. Déjà vu. Hey, hier waren wir schon mal. Oh, yeah. Können wir uns hier einsperren lassen? Hallo? Nein, nein, okay. Da geht's nicht weiter. Huch. Schon richtig. Ah, guck mal hier. Ach so, ja. Hier ist unser Apartment. Wunderbar. Und schlafen. So, und jetzt? Muss man eigentlich speichern? Kann man hier speichern? Ne, man kann nicht speichern. Was sagt denn hier unser... Ja, gar nichts. Da ist eine leere Spritze drin, brauchen wir nicht. Oder haben wir den Schrott im Inventar? Nö. Achso, war da ja nur Schublade. Ist da was drin? Pfanne, was ist das? Schraubendreher. Weiß nicht, ob man das alles irgendwann später mal braucht. Tja, schnuckelige Bude. So. Und die ist zu. Oh, hier ist offen. Schuhe. Knochen. Nicht, dass der Hund ist, nein. Brille, Messer. Oh, eine Waffe könnten wir wieder gebrauchen, ne? Aber. Und bei Bedarf hole ich mir eine Waffe. Schirm. Ah, wir haben eine Waffe. Und ein Outfit. Ja. Und ein anderes Outfit. Und wir nehmen die Waffe mit. So. So, dann ziehen wir uns mal um. Da, zack. So, ein bisschen sportlicher. So. Alles klar. Und dann schmeißen wir hier die alte Klamotte hier rein. Da ist sie. So. Zack, rein damit. Fertig. Die Waffe nehmen wir mit. Darf nur nicht auslösen, wenn ich bei der Kamera stehe. So. Das machen wir jetzt. Hoppla. Da haben wir jetzt auch noch eine Waffe drin. Die kann man dann auch direkt mal mitnehmen. Immer noch dunkel. Wir haben noch geschlafen. Was ist das denn hier? Kann man mit dir reden? Hallo? Beginne ich mal ein bisschen beklauen, ne? Mädchen? Ist nix. Hast du da was Schönes? Was ist denn da? Geht nicht. Geht nicht auf? Geht nicht. Komisch. Oh, Spray. Kann man mitnehmen. Was ist das? Billardstock. Achso. Oh ja, dann hänge ich jetzt schon China-Hut. Auch nicht schlecht. Ja, mir ist aber gar nicht heiß jetzt gerade. Ich kann noch ein bisschen schlafen hier bei der Dame. Danke. Wir gehen dann wieder. Wir machen die Tür auch wieder zu, sind ordentlich. Das ist zu verschlossen. Auch verschlossen. Ja, hier ist Kamera, ich weiß.
Dann kann ich hier hochgehen wieder oder in den Fahrstuhl. In den Fahrstuhl. Ich weiß das nicht, wie es jetzt gehen soll. Eine Anzeige. Jo. Interessantes Spiel. Sehr interessantes Spiel. Man kommt da irgendwie nicht weiter. Ich denke mal, Multiplayer ist schon sehr interessant. Aber man weiß ja noch gar nicht, mit wem ich das denn zusammen spielen möchte. Was ist das denn eigentlich hier? Kann man das irgendwie verwenden? Nö. Kann man nicht. Die Axt kann man mitnehmen. Da ist auch ein Fahrstuhl. So, ey. Ich habe hier dein Geld hier. Ich kann dir dein Geld nicht geben. Das geht einfach du nicht. Muss mich hier setzen? Warten wir. Gibt es irgendwie eine Tastenfunktion? Tastatur, irgendwie eine bestimmte Taste, nach oben bewegen, bla bla bla. Sprinten, springen, ducken, Kontrolltaste, aha. Kampfbefehle haben wir hier nochmal. Scoreboard, Damage Cap und Tötung anzeigen, M. M, den Ausblenden, Tipps. Bildschirmfoto machen, ist immer interessant. Vergrößern. Chat hier, Team Chat, Bedürfnisse einblenden, Kompass einblenden, Stimme ja, Stimme nein. Knüpfung, Chat, Team Chat. Wir machen, wir helfen, halt den Rücken frei, da ist nix. Da ist nix. Verstehe das nicht. Hotkey Gegenstand. Waffe fallen lassen, geh. Nächste Waffe, ja. Sekunde Waffe. Ja, keine Ahnung. Alles voller Kamera hier. Ich kann ja auch nicht kalt machen. Kann Drink nehmen, aber Toilette muss ich. Ich verstehe ich nicht. Ich verstehe das nicht. Waren nicht hier Toiletten? Falsche Seite. Ich muss ein bisschen laufen. Ich muss dringend hin, wo die Toiletten, verdammt. Hat jemand schon gefunden? Hätte ich da immer noch. Oh, keine Munition mehr. Oh. So. So. Hat sich das Leben selber genommen. Ich kann den auch nicht weiter ausplündern oder so. Verstehe ich nicht. Was mache ich jetzt? Ich komme nicht weiter. Das ist wohl irgendwie ein Bug oder so, kann das sein? Ich komme nicht weiter. Dann töte ich ihn.
Lalalalalala. Komm ich nicht dumm? Ja. Nein, kann ich dumm? Was denn? Wo ist denn die Scheiß Kamera? Ach, da ist die Kamera. Hier hingehen kann ich immer noch sehen, verdammt, was ist das für eine Scheißkamera? Ich weiß das nicht. Irgendwie fühle ich mich verarscht vom Spiel. Ja, Lektüre. Lesen wir ein bisschen. Hey, gelesen. Lesen. So, ein bisschen Bibel lesen. Kann ich schauen? Schlafen wir noch ein bisschen. So. Genau, Toilette. So, Finger waschen. Kann noch mal duschen? Ne, keine Zeit mehr dafür. Ah. Und nun? Sprich mit Barmann. Machen wir es nochmal also. Das war doch hier in der Nähe, ne? Nein. Ich wieder neu kaufen, ne? So. Alles weg, hat er nicht gespeichert, die Sau. Also nochmal halt. Ich verstehe das nicht. Wenn das jetzt wieder nicht klappt, dann haben wir 4 Folgen in den Sand gesetzt. Nicht wahr? So. Und dann würde ich sagen, weiß nicht, versuche ich nochmal, dass wir das Spiel nochmal in Multiplayer uns angucken. Das ist dann wahrscheinlich ein ganz anderer Schnack. Oh ja, Singleplayer, weiß nicht, da komme ich jetzt nicht weiter und das ist jetzt für mich jetzt irgendwie ein bisschen wie Zeitverschwendung, weil bei mir steigt der Frust sehr schnell. Also, wenn das Spiel nicht gleich auf Anhieb richtig funktioniert, habe ich schon keine Lust mehr. Und das habe ich jetzt im Prinzip auch eigentlich schon wieder nicht. Ja, wenn ich jetzt Sachen zweimal machen muss oder drei, viermal, weil irgendwas hier buggy ist oder nicht eindeutig erklärt wird, dann weiß ich auch nicht. So, nochmal. Das können wir uns schenken, wir setzen uns hier hin und warten. So, der ist das, wir lassen ihn mal ein bisschen gehen. Ein bisschen auffällig, wenn wir so direkt aufstehen. Ne? So, gehen wir mal. Hallo. Guck mal. So. Die Waffe kannst du behalten. So. So, jetzt gehen wir hier unser Tab gucken hier, was das nächste Ziel ist. So, bezahle den Barmann. Okay. Versuchen wir es nochmal. Ich will den Barmann bezahlen. Gehen wir hier wieder zurück. Da ist er doch noch. Ich habe dich doch eben getötet. So. Ich will dich bezahlen. Wie bezahle ich dich denn? Möchte ihn bezahlen, bezahlen. Bezahlen kann helfen. Ich kriege nicht bezahlt. Waffe wird logischerweise nicht mehr am Mann. Ich weiß nicht, wie ich ihn bezahlen soll. Wir bezahlen. Ah, Rechtsklick. Oh nein. Na gut.
Huch, habe ich zu wenig gegeben?